Hallo Freunde und herzlich willkommen hier zum Video am Mittwoch. Ich bin gerade in New York, weil mir aufgefallen ist, dass ich für den Mittwoch gar kein Video vorproduziert habe. Weil ich es irgendwie vergessen habe oder so. Jedenfalls bin ich gerade in New York noch bis übermorgen, bis Freitag. Dann fliege ich zurück nach Düsseldorf und dann von da zurück nach Berlin, weil da noch was ist. Allerdings habe ich jetzt gedacht, bevor ich gar nichts mache hier in New York, heute hier für den Mittwoch, mache ich ein kurzes Video, wie ich hier durch die Stadt laufe. Wir sehen, da hinten kommt gerade die Sonne raus und es ist halt wirklich echt so ein bisschen überdimensional alles. Es ist wirklich überall Hochhäuser. Ihr seht, Moment, da hinten auch überall Hochhäuser. Da hinten ist die New York Stock Exchange. Da oben seht ihr das World Trade Center. Da waren wir schon drauf. Das Video seht ihr dann irgendwann, wenn ich es geschnitten habe, bald in einer Woche oder irgendwie so. Jedenfalls haben wir schon richtig viel erlebt. Ich bin auch bei Snapchat richtig aktiv. Heißt AlaysaLuca. Ich habe auch bei Instagram schon ein paar Sachen hochgeladen. Allerdings möchte ich bei Instagram nicht so... Ich könnte theoretisch 7 Fotos täglich hochladen. So viel erleben wir, aber... Ich möchte die jetzt so verteilt dann über die nächsten Tage, Wochen hochladen, weil ich habe einfach so viele coole Bilder, so viele allein schon von dem View vom oben von World Trade Center runter und so. Richtig kranke Sachen. Allerdings habe ich mir jetzt wirklich einfach gedacht, heute hier für einen Mittwoch, ist ja besser, als dass gar nichts kommt. Lieber sowas ganz Kurzes hier. Und so sieht das hier gerade aus, wie wir langlaufen. Also da ganz hinten, oben ist wirklich das World Trade Center. Das sticht wirklich aus allen Sachen irgendwie raus, irgendwie mehr als 1000 Feet hoch oder so. Und wir, das sind ich und Sönke, wir laufen jetzt zurück zum Hostel. Und ich muss das jetzt auch mal beenden, weil ich hier oben schon bei 2 Minuten bin. Ich weiß nicht, ob ich das noch runterkürzen werde. Aber tschüss!